Und damit auch ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren neuen Let's Play Folge in Arkauf. Wie gesagt, wir spielen heute der Island, hatte ich vor. Den werden wir natürlich gleich löschen, den Port, dass der weg ist. Ich habe jetzt alles soweit eingestellt. Wir brauchen nur noch eine einzige Einstellung von ihm, und zwar den Hardcore-Modus. Denn, wie gesagt, aktiviert den Hardcore-Modus, wenn wir sterben, ist praktisch unser Charakter zugesetzt und wir verlieren alles. Also wir haben jetzt ein Leben. Drückt mir die Daumen, dass wir jetzt nicht abgekämpft werden, weil wenn ich jetzt sterben müsste, wäre natürlich suboptimal. Ich werde mir in diesem Format allgemein kein Ziel setzen. Wie gesagt, sobald wir es schaffen, ist cool. Wie gesagt, ein paar Artefakte holen, ein Boss nach dem anderen klatschen und und. Was ich zuerst machen werde, ist der Note Run. Den würde ich halt, keine Ahnung, mache ich halt immer. Es ist so eine kleine Einbürgerungssache, die ich einfach immer gerne mache, zur Zwischenzeit schon. Kann man mal auf 3, dass ich ein bisschen was sehe. Ich habe aber keinen Bock, ich habe keine Ahnung. Ich habe so Angst vor Raptoren. Weil alles unter 140 Bewegungsgeschwindigkeit bist du einfach anfällig für alles, was hier so rumrennt. Das hatte ich mir jetzt auch anders vorgestellt, Leute. Scheiße. Holy shit. Alter, chill doch, Bro. Chill. Bisschen Ausdauer, Gewicht und Bewegungsgeschwindigkeit. Ich will rennen. Ich renn wie ein Flitzebube. Holy shit. Chillax. Wir müssen auf jeden Fall, ich weiß noch, es gibt ja insgesamt vier Experiments, die brauchen wir, weil wir natürlich auch in Höhlen leveln müssen, damit wir auch gut hochkommen an Explorer Level. Wir haben genug Ausdauer, wir jumpen hier rein, ohne bitte zu sterben. Okay, da hinten ist wieder Raptor Action. Oh, bitte nicht, please, bleibt da, wo ihr seid. Oh, leck, der Fiume ist schon tot. Wo ist denn wieder die zweite Explorer? Die ist hier drüben, glaube ich. Also, das ist die zweite. Die nächste auf jeden Fall. Die müsste hier immer sein. Die müsste hier immer sein. Capybara. Ja, die ist hier. Ich muss nur aufpassen. Was hat denn jetzt angegriffen, den Dude? Ein Sarko. Oh, der Raptor kommt. Ich mach mich weiter hier. So, ich hab's also so an sich das Wichtigste gelernt. Das müsste jetzt soweit passen. Ich würde sagen, wir machen uns natürlich erstmal ein bisschen rüstungstechnisch. Mal den Standard-Shit, würde ich sagen. Spitzhacke brauchen wir, genau. Knüppel macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn zum Beginn, weil wir spielen ja keine PvP-Session hier an sich. Das hier rein. Sondern brauchen wir ein bisschen Feuerstein, damit wir uns eine Axt machen können. Perfekt, dann müssen wir hier eine Axt machen. Wir machen auf jeden Fall eine Fackel, weil, ich sag mal so, das spielt ja hier jetzt an sich keine Rolle, weil wir brauchen ja eh. Wie gesagt, wir haben ja eh hier kein PvP-Szenario. Aber ich muss sagen, es wird ja eh schon hardcore, weil in dem doppelter Dino-Schaden und alles Krankheiten wird auf jeden Fall recht spannend. Warum das Leveln auch, Leute, wir können auch Loot-Drop-Fest fahren, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich hier übelst lange spiele und alles. Also, ich, klar. Das Projekt soll schon ein bisschen gehen, aber es soll jetzt nicht irgendwie sinnlos sein. So, und dann machen wir auf jeden Fall erstmal da, wenn es geht, ein bisschen die restliche Rüstung um, was wichtig ist. Schlafsack ist ja eigentlich sinnlos, brauche ich gar nicht, weil, wie soll ich sagen, was soll mir das bringen, wir sterben ja eh. Deswegen habe ich mir auch gedacht, Mod wird sich dadurch auch dahingegen sinnlos anfühlen, damit ich sage, okay, wenn ich jetzt farme. Ich werde jetzt nicht immer das Farmen für euch reinschauen. Das ist ein bisschen lame. Aber ja, ich werde auf jeden Fall alles aufnehmen. Sollte ich blöderweise sterben, irgendwie dürferweise. Dann machen wir 6. Kann ich einen? Wir machen ein bisschen Wait. Oh shit. Wo ist der? Piss dich! Du Mistviech, Alter, ohne Witz. Klar, ich hätte das jetzt wahrscheinlich abbrechen können, aber scheiß drauf. Mit einem guten Bogenschutt. Dann klatscht man den schon weg. Ich habe noch keine Bolas hier im hier drin gehabt. Machen wir das so. Das so, glaube ich, hatte ich immer. Den Fallschirm hier und das hier. Perfekt. Kann ich noch ein paar Fallschirme machen? Das war jetzt mein Ziel. Mal wegrennen und springen und ja, ich glaube, das ist so ein Hauptding. So, außerdem ist es natürlich geil, dass wir jetzt noch einen Level-Boost haben, weil das ist halt. Sehr angenehm. Wir haben jetzt vier Fallschirme am Start. Das passt so gut, muss ich sagen. Was brauchen wir denn für unser Floß?
Wir können das schon mal einmal bauen. Räucherkammer brauchen wir sowieso. Safe. Resistenz machen wir mal auf 10. Das ist sehr angenehm. Wir brauchen wahrscheinlich Holzmast noch und Fasern und Leder. Weil das alles ein bisschen zu wenig ist. Wir brauchen auf jeden Fall, ja, Leder 75, Holz und Faserli. Dann haben wir doch schon einen geilen Start, Leute, würde ich sagen. Fasern brauchen wir auf jeden Fall. Oh, Faser mit der Handform. Das war ja auch noch, ja. Dann, zack. Ich werde es wahrscheinlich auch so machen. Ich werde die Pflanzenfresserinsel grundsätzlich als verboten ansehen. Sieht man hier in der Karte, das ist ganz rechts unten die kleine Mini-Insel, für die, die es nicht kennen. Weil die ja wirklich, ich sag mal so, es geht das Farmen leichter. Und es sind auf jeden Fall jetzt da keine Situationen hier gesetzt, dass man das schwer hätte. Wir haben unser Floß. Dann Segel einholen. Segel einholen, perfekto. Und dann würde ich sagen, Leute, wir gucken gleich die ersten Sachen. Ich mache jetzt ein paar Foundations drauf, damit die ersten Sachen draufstellen könnten. Und ja, dann schauen wir mal. So, Leute, das Boot steht soweit. Wir machen mal so, wir machen die Foundations kaputt. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich würde gerne den ersten Öfli an Start bringen. Wo ist der? Warte mal, wir könnten ja so machen. Wir könnten hier schon ein paar Wände ziehen. Einfach damit es ein bisschen abgeschnitten. Ich weiß, ich könnte es noch weiter nach draußen bauen, aber muss ich das machen? Oh shit. Nice. Headshot. Ja, das ist der Headshot. Ich habe ihn eher in den Arsch geschossen. Kann ich das bitte das Leder haben? Ich muss nur hier aufpassen, hier sind es verdammt viele Piranhas. So, wie gesagt, die Flussstände sind halt extremst angenehm. Hier diese Wasser- oder Flussstände, je nachdem, wie man sie nennen will, sind halt extrem geil, so wie die Sachen zum Formen, beziehungsweise Metall halt, das erste Metal an den Start zu bringen. Wir machen ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit. Ich würde halt sehr, sehr gerne rennen. Da unten ist ein Spiel, da muss ich mich ein bisschen fernhalten davon. Da oben der grüne Drop wäre vielleicht, wie ich den gerade zu sehen, wäre eventuell interessant. Perfekt. Und gehen jetzt mal hier rüber. Zack. Dann werde ich das so machen, hier die ersten Öflis an Start. Kann ich zwei nebeneinander so quetschen? Jetzt geht sogar perfekt. Also. Geil. Zack, zack. Zack rein. Dann könnte ich eigentlich, ja, ich würde daneben die Smithy lieber bauen. Da könnte ich ein paar, warte mal, ich muss schnell ein paar Wände noch bauen hier, damit wir hier das so gefüllt zu machen können. Nicht, dass da irgendwas nicht backt oder nicht durchgeht haben. Wie gesagt, das Einzige, was vielleicht cool wäre, wäre ein Bett aus der Hinsicht, damit wir ja schneller reisen können, aber so macht ja das keinen Sinn. Ich werde vielleicht noch eins länger bauen, das Raft an sich. Wir können das hier so reinbauen auf jeden Fall, die brauchen wir ja eh. Und dann kann ich jetzt ja schon mal genau ein bisschen so den Scheiß ablagern, wie das Fleisch, die Narkobeeren und die Berries an sich, die wo wir jetzt nicht brauchen. Die Samen schmeißt man weg, die brauche ich ja eh nicht. Perfekt. Die Mörser würde ich später erst bauen, da ich einfach hier gerne die Smithy bauen würde erst und dann erst die Mörser, damit das ein bisschen abgerundet ist. Und jetzt werden wir noch kurz checken, die Flusssteine, weil ich sie euch gesagt habe. Klar, es ist nicht immer muss, dass der viel rauskommt, aber eigentlich kommt da immer Metall raus. Aber wie lange habe ich schon noch keine The Island mehr gespielt? Ich muss halt sagen, The Island ist an sich auch mit die schönste Map. Kannst du sagen, was du willst? Also, das Einzige, was ich an The Island ein bisschen schade finde, dass es nicht alle Tiere gibt. Oder dass du alle Tiere hier haben kannst, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Golems und solchen. Also das würdest du gefühlt als Haupt-PvE-Map nehmen. Und könntest ja gefühlt alle Tiere 10 was du hier, und hast deine Standard-Base und hier spielst du halt immer so ungefähr. Das ist deine schönste Base, so könnte man das so sagen. So, passt. Wir haben jetzt genug da drüben. Ich muss halt nur schauen, dass ich das rechtzeitig auch zubaue. Zack, zack und burnen. So, das schmeißt durch. Ich werde bis nächstes Mal vorbereiten, die Smithy. Wir könnten mal unsere Scheiße hier anziehen. Und das passt jetzt soweit. Ja, Berries, wie gesagt, das schmilzt mir noch durch. Das passt auch. Dann würde ich sagen, machen wir noch Lager vorher. Dann könnte man das erste Essen am Start bringen. Wir müssen uns wahrscheinlich mehr als oft genug haben. Also, Petri werde ich jetzt vorerst nicht ziehen. Ich hätte gedacht, ohne Tiere. Da wird es ein bisschen interessanter, auch selbst das Obsidian zu holen. Obsidian, ihr wisst, Berg, da müssen wir mindestens einen Tüler ziehen. Selbst das wird eine Herausforderung sein, den zu ziehen. Und damit wir da schnell genug mit dem Boot, kann ich ja zwar am Rande der Karte hin, aber da auf dem Berg kommt wieder auf jeden Fall interessant, oder ein Brokopter dann.
Also es wird auf jeden Fall das ein oder andere interessante Sache hier geben. Wir machen uns das erste Essen, würde ich sagen, schnell. Zack. Dann das hier auch. Zack. Und das erste Geile ist natürlich schon, wir haben auch das erste, ja, wie soll ich sagen, das erste Schießpulver dann später oder Gunpowder am Start haben, damit wir auch die ersten Waffen equippen können. Da will ich erst wirklich sehr schnell drauf schwitzen. Und dann sind wir echt beste Güte. Werde ich jetzt ein bisschen Zeit bis zur nächsten Folge noch ein bisschen Metall farmen, damit der es ein bisschen schneller anstatten geht. Ich lasse ein kleines Stückchen frei. Oder wir machen den Mörser daneben. Das machen wir, glaube ich, so. Dann machen wir den Mörser einfach hier daneben. Dann müsste das passen. Zack. Perfekt, Leute. Wir können jetzt ein bisschen abladen hier. Da kann ich noch ein bisschen Leder handeln auf jeden Fall. Die Pfeile machen wir auch rein. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Also wie gesagt, lasst mal ein Feedback drin. Ob ihr sagen würdet, okay, Hugo, das würde klar gehen, du kannst auch Flugtüte ziehen, oder sagt ihr, okay, mach's schwieriger, wenn du es unbedingt haben willst, mach's, wie du meinst. Ich werde jetzt noch ein bisschen Metall, die Felsstände hier abkloppen, hier am Wasserrand, und das Boot eins rumbauen, damit das eh nicht zu langweilig wird. Wie gesagt, ein Dach noch nach vorne. Und dann schauen wir mal nächstes Mal wieder. Bis dahin und ciao, Leute.